Sifu, I'm sorry. I was too slow. I should have reached you sooner. I could have stopped Zhang Yong. I could have protected the box. What good is it to take revenge if I keep losing those I care for? I could have saved you. Tja, so ist das eben mit der Rache. Schon wieder das zweite nicht geschafft. 680. Mann. Schade. Und vor allem nervt mich, dass wir die Truhe nicht geschafft haben. Die zweite. Das ist die erste Truhe, die wir verpasst haben. I was born into captivity. One of many concubines. When the Brotherhood came for us, I saw freedom. I saw a future. Now it is up to me to offer hope for those who see none. When Zhang Yong and Chu Ju are dead, when I have the box, I will deliver that. Now my journey has come full circle. My past has returned to aid my future. My old friend, once a concubine like me, is now Empress. And she's risking her life to help me. She knows where to find Zhang Yong. But I fear she and the concubines are in grave danger. If the Templars suspect they are helping me, they will kill them in the blink of an eye. Ja. Okay, an old friend. Jetzt sind wir wieder in der verbotenen Stadt. Chao Jun has returned to her first home, the Forbidden City. The Empress, a friend from Xiao Jun's concubine days, has requested a meeting. Xiao Jun must infiltrate the Tiger Stronghold, move across the city through the gardens, and ascend the tower to be reunited with her old friend. Na gut. Können wir das nicht nutzen, für unsere Karte? Nee. Okay. Groß. So. Vielleicht da oben die Karte? Ja. So, dann können wir noch mal gucken. Wo hier was ist? Da unten ist nur so ein Helix-Ding, das brauchen wir nicht unbedingt. Okay, das heißt erstmal kommt nichts. Ah.
No, please. These concubines are in danger. I need to kill the guards protecting them. Okay. Give the girls a chance to get out of here. Oh Gott. Oh Gott, unterhalten die sich lang genug, dass ich da durch das Fenster kann? Vielleicht. Das gefällt mir besser. Frage ist nur, wie komme ich denn nach unten? Ah, da rechts. Sieht er mich auch, wenn ich hier so seitlich bin? Kannst gleich wissen. Nö. Das werde ich tun. Achso, ich dachte, man könnte hier irgendwie durch. Aber wo geht's denn dann jetzt weiter? Ah! Master! This is the most deadly foe you can face. He is fast and he will block and counter standard attacks to his front or rear. Use all the tricks in your arsenal to stand a chance. Beware, these guards are expert shuriken throwers, flying faster and doing more damage. Was? Das hat schon einen Alarm ausgelöst? Ach Gott, ich hoffe nicht von sonst wo. Okay, von hier ist okay. Ich habe im Ducken nur den Dolch aus meiner Tasche geholt und das hat irgendwie... Sind wir den Firecracker? Mann, daneben.
Nach oben gucken die nicht, ne? Jo, alles klar. Gute Nacht, Marinecraft. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Okay, das ist der letzte hier. Ach, da unten ist noch eine Truhe. Hä? Okay, anscheinend ist es zu Ende, wenn ich da runter... Okay. Scroll Nummer 13, ja, Nummer 12 haben wir leider verpasst. Isolated Xiao Jun and Zhu Jiuquan. Despaired and finally decided to leave the country in order to seek the help of other assassins. Zhu suggested going to Master Assassin Ezio Auditore, whose reputation had spread over the world. It was a long journey, and neither of them spoke the language, but was their only hope. They traveled secretly to Macau, where transportation was easiest towards Europe. During their trip, they witnessed the state of the Brotherhood network in the country. Most safe houses had been raided. No assassin worthy of the name was left alive. They really were alone, unless Wang Yangming was still alive somewhere, trying to recruit and train new followers for what seemed a futile war. That's okay. Hier ist sonst nix. Okay, wenn ich weiter ranzoome, ist einfach alles weg. Okay, da unten ist was und ansonsten geht's weiter nach rechts. Ach, das brauche ich nicht wirklich, von daher lasse ich das, glaube ich, eher. Wobei, ich muss da sowieso lang, ne? Ach Gott. Zhanzhu, lai bang mang. Kommt man denn hier am besten durch? Sanyuan Dian,
Ach Mann. Ach, der dreht sich ein bisschen länger um. Ich mach das da nach oben und sie gucken nach unten. Das war gut. Was verpasst? Nee. Nicht wirklich. Ach komm. Der ist aber auch schnell. Okay, die da oben, die muss ich aber auf jeden Fall noch retten. Ach. Das ist ja tricky. Nein! Also richtig weiß ich noch nicht, wie ich das hier machen soll. Natürlich, dass sie sehen, dass ich die direkt kille und dann ist halt Alarm ausgelöst. Meinetwegen. Ob der das da oben mitkriegt, wenn ich den da kille, den rechts?
Nein! Yo, Dylan! Ach Gott. Das muss doch möglich sein, dass ich direkt so angesprungen komme, dass er das nicht checkt. Hey, nee. So. Ach komm, da falle ich direkt auf beide runter. Wieso fällt man denn da direkt runter? Wieso greift er mich denn nicht an? Das ist ja eigenartig gewesen gerade. Das war nicht gut. Drin ist irgendwie nix. Kommt man da irgendwie nach links? Ich glaube nicht. So. Ah, da unten fehlt noch eins. Ja, die Frage ist, habe ich da hinten jetzt noch was vergessen oder geht's gleich wieder nach da? Ich glaube, da geht's gleich wieder lang.
Hier wird nur kurz runtergehüpft. Ja, und ich glaube, auch wenn es jetzt kein so richtig schöner Punkt ist für einen Abschluss, ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ja, aber hat Spaß gemacht. Ist echt ein schönes Spiel. Auch wenn es demnächst schon vorbei sein wird. Aber dann gibt es ja das nächste schöne Spiel. Naja, gut. Von daher macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. So, ich schleppe es jetzt nochmal um.